Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Buanza Gaming. Schön, dass ihr einschaltet. Ihr seht schon am Titel, wir starten mit einem neuen Projekt parallel zu Cold War Kampagne. Wir starten auf Wunsch von einem Abonnenten und Follower bei Twitch und hier auf YouTube. Wir starten The Last of Us. Wir spielen das Ganze auf der PS5, The Last of Us Remastered ist es. Ich bin mega gehypt, weil Last of Us, geiles Game. Ich habe es leider nie durchgespielt. Ich habe es nicht mal, glaube ich, zur Hälfte gespielt. Das heißt, ab einer gewissen Zeit wird es auch blind sein, weil ich einfach, keine Ahnung, ich habe schon immer gehypt gespielt, aber gezockt irgendwie nie. Keine Ahnung, kam irgendwie dazu, war immer was anderes wegen COD oder sonst irgendwas. Aber, Entschuldigung, das war jetzt keine Absicht. Aber jetzt habe ich Zeit, habe ich Bock. Und, würde sagen, wir starten auch gleich rein. Wie gesagt, gerne alles andere abchecken hier. Unten in der Videobeschreibung, Twitch, Insta, TikTok, Twitch, jeden Tag ein Stream, außer heute, weil ich heute noch weggehe. Insta, TikTok, jeden Tag neues Material, gerne vorbeischauen, gerne einen Support da lassen, würde mich mega freuen. Und morgen natürlich auch beim Twitch-Stream gerne einschalten, ja. Ich würde sagen, wir machen gerade lang rum, wir gehen ins Game rein und sehen, was auf uns zukommt, ja? Seid ihr ready? Mach den Game-Sound ein bisschen lauter. Für euch auch. So. The Last of Us. Ihr seht, es ist noch ein komplett neues Spiel. Komplett neues Spiel hier. Und, wie gesagt, ich bin mega gehypt darauf. Habe ich richtig Bock drauf. Bin mal gespannt. Ich habe es damals auf der PS4 angezockt. Aber nie richtig gezockt. Also viel Spaß jetzt. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey! Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Dad ist wohl nicht zu Hause. So. Was ist denn da los? Checken jetzt mal alles ab hier. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Congratulations!
You're not a fossil. Not yet. Happy birthday. Dear Dad, let's see. You never want. You hate the music. I'm into you. Blub, despise the... Mann, du Scheiße, hat die eine Schrift. Weil ich kann auch Arzt werden. Und schauen wir mal, wo unser Vater ist. Ob er schon von Zombies gefressen wird. Dad? Daddy? Was geht, was geht, was geht? Okay, ist noch was? Wenn ich doch nur ein bisschen mehr Englisch könnte. Dad? Daddy? Wollen wir mal in seinem Schlafzimmer? Bist du hier? Ui, hier sieht's aber aus. Leck mich am Arsch. Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und Ich bin wieder in der Aufnahme und krieg Nachrichten den ganzen Tag. Interessiert sich kein Schwein für mich. Oh. Was war das? Oh Gott. Nicht gut. Gehen wir mal. Dad! Daddy, wo bist du? Was ist bloß los? Schauen wir mal. Dad? Hier was, was man. Ah, da vibriert was. Acht Anrufe. Where the hell are you? Call me. Ruf an. Bin auf dem Weg. Was wohl zu bedeuten hat. I'm going to be home late tonight. See ahead and order food. See you in the morning. Dad. Wo ist er? Okay. Oh. Ah! Ah, oh, los. Ein Spiegelbild. Lol. Aha. Daddy! Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Warum? Was ist da? Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Hä? Was stimmt nicht mit ihnen? Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Knall ab. Knall ab. Nein. Oh oh. Es geht los, Leute, es geht los, es geht los. Du hast ihn erschossen. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Es geht los. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Es geht los. Das krasse ist ja, dass ich jetzt gleich wiederkommen werde. So, für euch war es eine Millisekunde. Für mich waren es 3 Sekunden. Okay, weiter geht's. Aha, da ist Tommy. Da ist Tommy. Ich hab da eine Ahnung. Ja, du Scheiße. Da ist überall Blut. Ich mein's, lasst uns einfach kommen. Scheint sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Kann man irgendwas erkennen? Wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Ja, ganz gut aus. Machst du das Radio? Abgesehen, dass du den Nachbar erschossen hast. Ah ne, er hat mich ja gefragt. Danke. Kann ich auch zurückgucken? Aha! Radio? Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Da brennt noch Licht. Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Crossing. So schnell wie möglich. Kein Zugang, okay. Die 71 nehmen. Oh! Policia! Oh je. Die Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Tommy, es sind Kinder! Mensch! Ui. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden.
Gegend zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die West. Aha. Jeder sagt, dass überall eine Green Zone ist. Man kennt's ja, ne? Das, war die Farm. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Wir gehen. Okay. Haben wir nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay, wir fahren jetzt raus aus der Stadt. Was sind Leute? Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp. Und in so einer Situation muss ich sagen, ich habe selbst eine Tochter und wären wir in der Situation. Das ist einfach. Ich nehme zum Beispiel diese, kennt ihr diese Tramper oder wie man die nennt? Wie heißen sie? Die, die sind halt Extras, die fahren halt durch ganz Deutschland oder so rum und trampen halt immer, ne? Und die kann man ja mitnehmen. Und die sehen wir öfters, ja. Ich hätte auch kein Problem damit, einen mitzunehmen. Aber sobald ich die Kleider dabei habe, nehme ich aus Sicherheitsgründen einfach keine mit. Weil vielleicht 98% passiert nichts, aber diese 2%, wo die Chance besteht, das Risiko gehe ich halt ein, wenn ich das Kind dabei habe, ne? Also auch da, verstehe ich. Oh. Call Ambulance! Call Ambulance! Oh, das ist Krankenhaus anscheinend. St. Peter's Medical Center. Ui, kleiner Stau. Oh. Tommy, geh aufs Gas. Oh. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Nein. Mal um. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Oh. Kurzer Schreckmoment. Ist jemand verletzt? Au, yeah, lecker mio. Zack, zack, zack. The brain hier. Jimmy, aus. Muss man meinen Hund zurecht rupfen, sorry. Falls ihr erschrocken seid. Oh. Oh, Tommy. Bastard. Ben? Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Schnell. Lauf, Mann. Wir müssen hier rennen. Oh. Lallen ab. Ah, ne, wir müssen, okay. Hau ab. Alter, hau ab hier, ich hab ein Kind. Okay, alles gut. Oh. Diese dramatische Musik im Hintergrund, ne? Oh, hey, geh mir doch aus dem Weg, du Dappelstehst, Mann. Wo? Weg. Nicht hingucken, mach die Augen zu. Verpisst euch. Alter, ich hab ein Kind, haut mal ab. Ach du Scheiße. Alter, wir haben schon eine A-Rampe, ne, ich knall euch alle ab. Oh nein. Weg. Scheiße, komm entlang. Zurück. Wo lang? Ah, da lang. Sehr gut. Mach auf. Okay, alles gut. Ey! Oh.
was ein Wichser. Jawohl. Tom lernt Regel Nummer 1. Immer zweimal schießen. Alles gut. Grammatik aufbauen, Mülleimer umschmeißen. Ich laufe. Ja schon. Ach geht, aber da klettern sie drüber. Noch Platz. Los zum Highway! Los, du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Hör auf Onkel Tommy, alles gut. Hallo, lass es schmecken. Scheiße. Wir sind fast da. Da vorne ist der Highway. Okay, jetzt nur ruhig bleiben. All good. Oh, ich schalte von hinten. Ah! Nimm dir den. Oh Gott, ich schalte hinter mir. Gut. Okay. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Polizei. Hey, helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind... Befehl. Ist Befehl, ne? Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bastard. Oh nein. Sarah. Jetzt überleg mal, es bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Du verlierst dein Kind. Nicht durch so einen fucking Zombie, sondern durch irgendeinen Soldaten oder Polizisten. Dass er abknallt. Harter Tobak. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte. Ach, da fühlt man mich gerade als Familienvater. Hört sich wahrscheinlich blöd an, aber da Sarah. Fühlt man schon mit. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Kleines. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. The Last of Us. A Naughty Dog Production. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Auf die Fireflies. Fireflies. Sommer. Ich würde sagen, hier beenden wir den ersten Part. Hier sehen wir ungefähr, wie alles begann. Ich möchte ganz noch was anmerken. Ich glaube sogar, also ich weiß nicht, ob die Information jetzt stimmt. Ja, ich möchte keine falsche Information verbreiten. Ich habe es nur mal nicht gelesen oder mitbekommen. Ich glaube sogar, es ist natürlich der Zufall mit Corona, ne, dass wir so ein Game jetzt spielen mit so einer Pandemie. Aber ich glaube sogar, Russland oder in Amerika haben sie ein Virus entwickelt,
wenn man den hat, dann setzt irgendwie alle Kleinhirn und Großhirn so aus und nur noch das Stammhirn arbeitet. Und dann hast du praktisch nur noch Überlebungssachen im Kopf. Das heißt, dein Bewusstsein konzentriert sich nur auf Essen, egal was. Und das heißt, er wird sogar Menschenfleisch zu essen. So ein Virus gibt es dann schon, also praktisch so wie da ist jetzt so brutal wahrscheinlich, dass wir uns so zombie-mäßig rumlaufen oder so, oder wirklich so auf Heißhunger auf Fleisch. Ich glaube, sowas gibt es sogar. Haben sie mal, warum man so etwas entwickelt, weiß ich auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, wenn es mal sowas gibt, haben wir schon was, was Antikörper entwickeln kann, pipapo. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und ich glaube, so ein Virus gibt es tatsächlich, wurde schon entwickelt. Ich sage doch meine Bruder nicht. Wie gesagt, das war Part Nummer 1. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht bei The Last of Us, schalte gerne in Part 2 ein. Gerne hier oben auf das Abo drücken und hier kommst du diesmal zu keinem Video. Im nächsten Part ist dann das letzte Video. Ich werde in den Aufnahmen am Ende immer die vorherigen Parts einfügen. Ich freue mich auf dich. Wenn dir es gefallen hat, lass du gerne ein Abo da und check auch meine anderen Sachen auf Twitch und TikTok und Insta, alles in der Videobeschreibung. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, hau rein. Tschüss.